Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster 2. So, wir sind hier gerade am Dekorieren. Muss ich mal gucken, was wir eigentlich noch an Requisiten haben. Wir haben noch mehr hier Zäune. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Da muss ich mal gucken, wo wir da noch Verwendung für haben. Hier brauchen wir auch noch einen Zaun, ne? Den fühle ich da nicht so. Hoppala. Der ist eher groß. Der ist aus Metall. Vielleicht machen wir doch... Oh. Den sehe ich hier. Hier haben wir auch nochmal, ne? Oder den? Ha. Ich glaube, wir nehmen den hier. Wir müssen das Parkgelände ja schön abzäunen, ne? Weil, ich meine, die hier kommen wahrscheinlich nicht auf dumme Ideen, aber im Real Life kommen die Leute auf dumme Ideen. Und umgehen die Kasse. Und das gehört zu den Dingen, die ich ja so gar nicht gebrauchen kann. So. Moment, die machen wir mal weg. Dann können wir uns nämlich hier den Winkel ein bisschen anpassen. Die Linie, okay. Bis dahin müssen wir noch. Warum kann ich hier nicht? Okay, akzeptieren wir einfach mal. Den Platz kann ich hier dann auch noch gestalten, ne? Das ist so ein Wiesending. Das brauchen wir ja gar nicht als Wiesending. Ich kann hier ja dann auch den Weg hier machen. Winkelausrichtung aus. So, dann haben wir ja das hier. Stil anpassen, blauer Weg. Was haben wir denn hier für Wege? Kopfsteinpflaster. Der ist gut. Den machen wir hier mal. Hoppala, kann ich den irgendwie verschieben? Ah, jetzt ist der ganze Weg wieder weg. So war das nicht gedacht.
das Kopfsteinpflaster, was wir hier schon haben. Ich frage für einen Freund. Kann hier nicht gebaut werden. Warum nicht? Och, Menno. Stempel, Stil. Steinmuschelweg, rustikal, Sandsteinweg, Asphalt. Machen wir hier Asphalt. Ich guck mal, ob ich den hier so bauen kann. Kann hier nicht gebaut werden. Der hier ist das Problem, oder? Wäre jetzt aber nicht das Riesenproblem. Gucken, ob das jetzt geht. Kann nicht gebaut werden. Menno. Ist der hier schon ein Problem? Muss mal gucken. Okay, lassen wir weg. Lassen wir weg. Vorerst mal jedenfalls. So. Das Kopfsteinpflaster, ne? Tatsächlich, das sah so rot aus, aber das liegt an der Beleuchtung einfach. Szenerie. Was haben wir denn noch? Zäune, Kunstformen, die sind egal. Interaktiv. Einrisskanten, Lautsprecher, diverse, was haben wir denn da? Ein Anker. Das ist genau sowas, was ich brauche. Das ist die richtige Deko, die wir für hier vorne gebrauchen können. Das ist genau die richtige Deko. Sehr schön. Mülltonne. Nein. Schon. So. Cool. Nee. Nee, das ist nicht das, was ich
gesucht habe. So ein Tau. Dann machen wir noch schön Pflanzen, sowas drumrum. Da machen wir noch schön Pflanzen drumrum. Auf jeden Fall. Das ist noch so ein Karren. Räder dazu gibt es auch. Den machen wir aber später. Was haben wir denn sonst noch? Animatronik. Oh. Das wäre vielleicht was für die Seite hier. Was haben wir da? Ja. Nicht Herzchen. Der schießt da so ein bisschen hin und her. Die kommen da wahrscheinlich raus aus den Rohren, ne? Aber das ist jetzt nicht das, was ich brauche hier an der Stelle. Beleuchtung, auch immer wichtig. Laternenqualle. Cool. Ah, das sind so Feuerkessel. Das auch. Fackeln. Das sehr modern. Das auch. Für hier würde ich, glaube ich, tatsächlich das sehen. Außer da kommt noch irgendwie... Oh. Nee, das passt nicht so. Das auch nicht. Nee. Nee. Das ginge. Oder kommt da noch Interessanteres? Ist das Beleuchtung? Nee, dann mache ich, glaube ich, hier tatsächlich die ganz ordinär. Böp. Böp. So. Ein bisschen merkwürdig ist ja manchmal Bordstein ist und manchmal nicht. Aber gut. Ist halt so, ne? Hm.
Bin mal gespannt, wie der Vorplatz hier so wird. Ich hoffe ja, schick. Aber wissen tut man das natürlich nicht so schnell. Ich habe also meine Ideen, wie ich mir das vorstelle. Die letztendlich auch wirklich so werden, wie ich mir das vorstelle, ist natürlich dann immer noch die andere Sache. Manchmal kommen auch ganz spontan noch andere Ideen, die ich dann halt ganz anders einfach umsetze. So. Hängeleuchten. Ach, hier hätte ich noch, auch nochmal filtern können. Okay. So. 3D-Buchstaben. Das ist nicht ganz das, was ich gerne hätte. Wasserrutschen. Befestigungen. Ah, okay. Statuen und Monumente. Was haben wir denn da? Eine Fähre. Okay. Haifischmaul. Da ist noch ein Segel. Sehr schön. Das würde ich tatsächlich hier noch hinmachen. Ja. Ah, es geht bis an den Weg, aber das ist okay. Das braucht Strom. Okay. Die hier ist auf keinen Fall verkehrt. Die machen wir, glaube ich, hier rein. Böp. Und dann machen wir nur die andere. Poseidon. Stellen wir mal hier hin. Das ist der Body, oder? Torso, ja. So ein Bausatz. Und da ist noch der Kopf. Arme wären auch nicht verkehrt, ne? Nein, so war das nicht gedacht. Falsche Ding gedrückt. So. So. Was haben wir denn sonst noch? Den Arm haben wir noch.
Den sollten wir auch noch irgendwie dran machen. Ein linker Arm wäre ja auch ganz gut, ne? Das ist eine rechte Hand. Nee, das ist eine linke Hand. Passt. Passt. Nein! Wo hast denn du die jetzt hingesetzt? Der braucht die doch nicht da unten, der braucht die da oben. Nee, das ist eine rechte Hand. Ja, das ist eine rechte Hand. Haben wir auch eine linke? Das ist die linke Hand. Da ist sie doch. So. Manchmal nicht ganz so einfach zu sehen, wo das genau positioniert ist. So, Poseidon. Sehr schön. Haben wir auch Coaster King. Was haben wir denn da noch? So, Plattformen. Okay. Fertige Figuren. Steingäste. Oh, was macht der denn da oben? Da gehört er natürlich nicht hin. Du kommst natürlich nach hier unten. Hoppala. War die falsche Taste. So. Machen wir noch so Steinfiguren da rein. Nee, den nicht. Oh, sehr schön. Wir haben hier Food Trucks. Das war das, was ich noch gesucht habe oder gehofft habe. Da brauche ich jetzt aber, glaube ich, eine Theke drin, ne? Dienstleistungstheke, Imbissstände, Chief Beef. So, sehr schön. Szenerie. Tuk-Tuk-Führerhaus. Wo ist denn der Rest von dem Tuk-Tuk? Das nicht. Ah, hier gibt es auch noch Imbissstände. Sehr schön. Da machen wir auch noch ein Gelato Bros. Pizza Pen. Oh, wir haben Automaten, okay. Viva la Vegan-Theke. Hotdog Squad.
Ich suche eigentlich eher was zum Trinken. Ach, vielleicht sollte ich dann bei Trinken gucken. Latte Love. Machen wir Latte Love da rein. So. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hätte trotzdem noch gern das Tuk-Tuk-Pritsche. Da haben wir sie doch. So, dann machen wir mal das Tuk-Tuk-Ding davor. Ah, das passt nicht so ganz. Jetzt können wir da auch noch irgendwas draufpacken. Ah doch, das ist auch eine Tuk-Tuk-Pritsche, okay. Ach, Unterseeboot Luke. Ne, die brauchen wir nicht. Nicht jetzt auf jeden Fall. So ist auf das Tuk-Tuk. Das ist zu groß, ne? Das ist zu groß, aber ich könnte es ja schrumpfen. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. So. Böp. Passt. Coaster King Statue. Cool. Die würde ich ja schon hier ein bisschen sehen. So mittig auf dem Platz. Da müsste ich jetzt nur einen Brunnen oder sowas, glaube ich, drumrum machen. Monumente, modulare. Nee. Was haben wir noch? Zäune, Beleuchtung, Animatronik, Schilder und Werbung. Die sind natürlich auch kein Fehler. Aquatisches Ladenschild. Beschrifteter Baldachin. Info, Gäste-Dienstleistungsschild. Das ist doch das, was wir brauchen hier vorne. Da haben wir sowas doch. Ja. Passt. Wegen Strom muss ich auch noch gucken, fällt mir gerade so ein. Na, das Schild machen wir mal nicht dahin. Fertig. So, was haben wir denn noch? Da haben wir diverse Schilder, die können wir aber woanders unterbringen. Ladenvordach. So ein Schild. Mythologie-Banner. Ja, ich sehe gerade wieder, die Zeit ist schon längst wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da.
würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann, denke ich, in der nächsten Folge wieder. Dein Text hier. Willkommen im Park. Reicht nicht. Einfach willkommen. Machen wir mal so. Weiß noch nicht, ob ich das da lasse. Tendenz? Nein. Das war vielleicht eher ein... Wir gucken mal. Genau. Jetzt geht's aber erstmal... Jetzt beenden wir erstmal die heutige Folge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.